Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und heute geht es mal wieder um ein Mystery Unboxing. Ja, nach längerer Zeit gibt es heute mal wieder ein Mystery Unboxing. Ich habe da wieder was bekommen, was ich heute mit euch auspacken möchte und euch zeigen möchte, was ich mir da Schickes gegönnt habe. Und zwar befindet sich das Ganze in diesem kleinen Amazon-Päckchen hier, was nochmal zugeklebt wurde. Das Ganze ist auch wieder was von eBay. Und ja, bevor wir das jetzt auspacken, gibt es natürlich wieder einen Tipp für euch, dass ihr einmal erraten dürft, was das Ganze ist. Und den Tipp werde ich diesmal so ein bisschen schauspielerisch für euch vorführen. Nämlich passiert da ungefähr das. So, wer jetzt weiß, um was es sich handelt, der ist verdammt gut. Na, wer weiß es? Keiner? Na, wer weiß es? Keiner? Na, wer weiß es? Keiner? Ja, packen wir es aus mit der Hilfe der Awesome Schere. Die Awesome Schere, denn die ist auch wieder mal mit dabei. Und die wird mir helfen, das Ganze jetzt auch zu öffnen. Ich werde das Ganze einfach mal hier so entlang schneiden. Das werde ich euch jetzt aber währenddessen nicht zeigen, weil der gute Verkäufer hat meine Adresse nämlich vorne und hinten drauf geschrieben. Warum auch immer. Aber gut, doppelt hält besser. Dann kommt das Wesen auch irgendwann mal an. Wenn ich das Ganze jetzt nun mal irgendwie aufbekomme. So. Gleich haben wir es, Leute. Gleich haben wir es. Alles gut. Ich kann es schon sehen. Na, komm schon. Ja, und wer weiß, um was es sich handelt, darf das, wie gesagt, gerne mal vorher in die Kommentare schreiben. Und mal sehen, ob ihr dann recht habt. Eigentlich fand ich, war das relativ leicht, wenn man es denn kennt. Es handelt sich nämlich um, ich schaue noch mal kurz, um Until Dawn Rush of Blood für die PlayStation 4. Ja, ein Spiel von der Until Dawn Reihe, wenn man denn so möchte. Until Dawn kam ja für die PS4 raus, ist ja schon ein bisschen länger her und war so ein, ja, Horrorspiel, Film, je nachdem wie man das sehen möchte, was mir eigentlich nicht ganz so gut gefallen hat, weil man nicht so viele Entscheidungen treffen konnte, die dann so viel jetzt auch bewirkt haben oder geändert haben, außer dass die Leute vielleicht tot waren oder nicht. Aber sonst hat das halt viel nicht geändert. Und dann haben diese Leute, die das Spiel gemacht haben, gesagt, komm, wir machen da noch ein Spiel und zwar extra für die PlayStation VR. Das ist jetzt also mein drittes Spiel, was VR-kompatibel ist. Ich habe ja schon Resident Evil 7 und Super Stardust Ultra oder wie auch immer das heißt. Und jetzt eben das hier. Und das hier war nämlich ein Spiel, welches ich auf jeden Fall für die VR auch haben wollte. Ich habe die Demo davon gespielt, fand das Ganze ganz cool und das ist ja auch so ein bisschen Arcade-mäßig. Du fährst halt eine Achterbahn lang und musst nebenbei mit dem Controller oder eben Move-Controller, was du eben benutzt, Gegner abschießen, Secrets finden, Sachen irgendwo, ja, abknallen und Waffen verbessern, nachladen und so weiter. Also so ein bisschen Arcade-mäßig und das finde ich doch eigentlich ganz cool. Das gefällt mir wahrscheinlich sogar besser als das Original Until Dawn. Ja, und soweit ich mich, glaube ich, erinnere, spielt man hier so ein bisschen das und die Katze kratzt die ganze Zeit an der Tür, falls man das hört. Katze ist gut. Was der Bösewicht aus Until Dawn sozusagen in seinem Kopf durchgemacht hat und erlebt das halt hier in einer wilden Achterbahnfahrt des Horrors. Ja, was steht denn überhaupt hier drauf? Fahr mit, wenn du dich traust. Setz dich in der vordersten Reihe bei einer Achterbahnfahrt des Schreckens. Die Waffen in deinen Händen reichen aus, um mit den Albtraumgestalten fertig zu werden, die in der Finsternis auf dich lauern. Aber kannst du noch zielen, wenn du vor Furcht zitterst? Ja, das ist hier die Frage. Bewältige 7 einzigartige und packende Achterbahnen. Wehre mit verschiedenen Waffen albtraumhafte Kreaturen ab. Und trage deine besten Ergebnisse in die globalen Bestenliste ein. Ja, Katze, es ist gut. Ich bin gleich da. So, das Ganze geht nur mit einem Spieler. Hat, wie gesagt, hier so eine Online-Bestenliste. Und man kann es entweder mit Move-Controller spielen oder eben mit dem Controller. Man braucht natürlich VR und die Kamera dafür. Das habe ich ja zum Glück. Und ich schaue mal einmal rein. Da haben wir hier so ein bisschen was Anleitungsmäßiges und eine CD. Alles soweit sehr schick erhalten, so wollte ich das auch haben.
Und bezahlt habe ich dafür übrigens jetzt 12,49 €. Ich wollte das Ganze schon länger haben und habe immer so ein bisschen probiert, das ein bisschen günstiger zu bekommen und hier mal ein bisschen mitgeboten und da und so. Und immer hat es irgendwie nicht geklappt und jetzt im Endeffekt hat es jetzt für 12,49 € mal geklappt. Und ich freue mich darüber. Ich habe ein weiteres PlayStation VR Spiel, werde sehr viel Spaß damit haben und ich hoffe, ihr habt was Cooles gesehen. Ich konnte euch was Interessantes zeigen. Dann würde ich sagen, Leute, macht's gut. Das war wieder euer Bannermeister. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.